Kann man nicht sagen, denn es ist eher etwas, natürlich etwas umständlicher geworden, muss man deutlich sagen, weil die Fluggesellschaft vorher logischerweise überprüft, ob jeder einen negativen Covid-19-Test dabei hat und nicht erst abfliegen lässt das Flugzeug. Aber ansonsten, ich würde sagen, ist es vielleicht eine viertelstündige Verzögerung gewesen, ein solcher, ne, beim Check-in. Ja, maximal. Also war sehr unkompliziert. Man brauchte halt nur den negativen Corona-Test und damit war dann auch der Abflug gesichert. Das war relativ einfach. Man ist am Flughafen direkt kontrolliert worden. Das heißt, man musste den negativen Corona-Test vorweisen, durfte auch nur mit Maske den Flughafen oder das Flughafengebäude betreten. Danach ist Fieber gemessen worden, direkt beim Check-in. Und es gab genügend Sicherheitsmitarbeiter, die darauf geachtet haben, dass der Abstand zwischen den Passagieren eingehalten worden ist. Ansonsten hätte ich gesagt, ein ganz normaler Check-in. Man braucht sich da überhaupt keine Gedanken machen, dass man sich ansteckt oder auch währenddessen irgendwie Gefahr hat, überhaupt nicht. Im Land selbst ist es so, dass die Regeln eigentlich ähnlich wie in Deutschland auch beachtet werden. Das muss man sagen. Es geht relativ diszipliniert auch zu hier. Es ist nicht so, dass man das leicht nimmt, Corona, aber es ist nicht ungewöhnlicher als bei uns in Deutschland. Mhm. Also in den Lodges ist das total super gewesen, alles sehr entspannt. Es ist ähnlich wie bei uns, auch in Deutschland. Das heißt, das Personal in den Lodges trägt Masken. Am Anfang werden die Hände desinfiziert. Es gab auch einige Lodges, in denen Fieber gemessen worden ist. Ansonsten ist das, wie Frank schon gesagt hat, sehr diszipliniert gewesen an der Stelle. Die Mitarbeiter sind auch im Restaurant bei der Bedienung, wenn wir abends zum Essen gegangen sind, stets mit Maske herumgelaufen. Galt auch für die Touristen die Maskenpflicht. Von daher gesehen ist das ähnlich, wie man das auch aus Deutschland kennt. Im Fahrzeug selbst ganz entspannt. Dadurch, dass wir alle einen negativen Corona-Test vorweisen mussten für die Reise, ist man sich ja auch sicher, dass die Mitreisenden nichts unter haben. Unter uns können wir da uns nicht groß anstecken. Ne? Nein, können wir uns nicht anstecken. Der Reiseleiter hat auch eine, wie heißt es, Desinfektionsspray, Hygienemittel mit im Fahrzeug. Die Fahrzeuge werden jeden Abend gereinigt. Von daher gesehen hätte ich gesagt, alles tippitoppi, braucht man keine Angst haben. Ja, so ist das. Auch wenn sicherlich diese Krankheit sehr belastend ist für alle, muss man natürlich sagen, sie hat einen positiven Nebeneffekt, nämlich in diesem Land sind sehr wenig Touristen momentan unterwegs, sodass man natürlich die Sehenswürdigkeiten und diese fantastischen Locations mit Tieren und Landschaften fast für sich alleine hat. Ne? Nichts mehr hinzuzufügen, das ist so. Ja. Das ist halt tatsächlich der Charme. Also man ist alleine in den Lodges. Man hatte sämtliche Parks und andere Attraktionen für sich. Also der Seescream Canyon konnten wir alleine durchlaufen. Als wir im Susufly waren wir auch nahezu, sage ich mal, alleine. Das heißt, es gibt natürlich auch tolle Fotomotive oder Kameramotive, ohne jetzt Menschenmassen oder andere Touristen, die da das Bild stören. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, mal wieder Exklusivität beim Reisen zu haben, der sollte das jetzt wirklich auch tun. Ja. Dankeschön. Gerne.